In meinem Video über den Transport von vorgeladenen Magazinen kam auch die Frage auf, wie soll es anders sein, wie sieht es denn mit der Lagerung von vollgeladenen Magazinen im Tresor aus? Nun, auch dafür gibt es de facto keine konkrete gesetzliche Regelung. Nämlich ein B-Schrank, ist klar, muss die Munition getrennt von der Waffe aufbewahrt werden, bedeutet im Regelfall separates Behältnis. Oder eben ein Innenfach oder Stahlbeschrank mit Schwenkriegelschloss. Aber ob die Magazine jetzt da drin liegen mit 5, 6 Schuss drin oder mehr, oder ob da Schachteln drin liegen, das spielt keine Rolle. Ich glaube, ab der Stufe 1 ist es, 0 oder 1, ich bin mir nicht 100% sicher, darf die Munition zusammen mit der Waffe gelagert werden. Nicht in der Waffe, aber mit der Waffe im selben Schrank. So, auch da gibt es keine konkrete Regelung, dass ich nicht ein vollgeladenes Magazin da drin liegen haben darf. Ob es Sinn macht, wie bei dem Transport vollgeladener Magazine, das steht auf einem anderen Blatt. Könnte durchaus hier und da die eine oder andere Diskussion mit der Behörde hervorrufen, wenn man den Schrank aufmacht und da liegt eine Kanone und das vollgeladene Magazin direkt daneben. Das müsst am Ende des Tages ihr selber wissen. Aber wie gesagt, es gibt dafür keine konkrete Regelung. Es heißt nur, getrennt von der Waffe bzw. eigenes Behältnis oder Stufe 1 oder höher, dann auch gemeinsam. Eine zweite Frage, die aufgepoppt ist, war, die hatte ich glaube ich schon mal behandelt in einem Video, das Thema Schlüsselaufbewahrung. Der Gesetzgeber schreibt nicht wirklich konkret vor, dass der Schlüssel so und so aufzubewahren ist. Was der Gesetzgeber vorschreibt, ist, der Zugang durch unbefugte Dritte muss verhindert werden. So, wie der Waffenbesitzer das tatsächlich macht und wie er das glaubwürdig machen kann gegenüber der Behörde, das ist immer so ein ziemlich heißes Eisen. Bestenfalls hat man einen Tresor-Waffenschrank mit Zahlenkombinationsschloss. Dann bin ich aus der Schlüsselnummer soweit eigentlich raus. Kann natürlich wieder die Frage aufpoppen, wohin mit der PIN? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das Landeskriminalamt Bayern hat zu diesem Thema einmal ein Schreiben rausgebracht, das aussagt, wenn ich einen Tresorschlüssel zum Beispiel eines Einser-Tresors in einem minderwertigeren Tresor aufbewahre, sagen wir mal jetzt Stufe 0, dann reduziere ich damit automatisch die Sicherheitsstufe des Einser-Schrankes auf die Stufe des Schrankes, in dem sich der Schlüssel befindet. Wäre also in dem Moment kein Einserschrank mehr, sondern ein Nullerschrank. Das ist aber jetzt keine gesetzliche Regelung, sondern das ist eine Auslegungssache des LKA in Bayern. Konkret gibt es dazu keine Vorgabe. Wichtig ist, der Zugang durch unbefugte Dritte zu den Waffen muss verhindert werden. Wie ihr das macht, das ist ganz ehrlich gesagt euch irgendwo selbst überlassen, eure eigene Kreativität, ob ihr den Schlüssel euch um den Hals hängt, ob ihr ihn euch einpflanzen lasst. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine Diskussion, die ist so alt wie die Bibel wahrscheinlich, seitdem es diese bekloppte Tresoraufbewahrungsgeschichte gibt, und die wird es, glaube ich, auch die nächsten 150 Jahre geben. Nur, wie gesagt, macht euch selber Gedanken darüber, wie ihr das am vernünftigsten für euch in eurer Umgebung, in eurem Haushalt regelt. Und dann alles andere ist in dem Moment tatsächlich behördenabhängig. Wie ticken die? Was machen die? Wie gesagt, da kann man nichts Richtiges und nichts Falsches dazu sagen. Das ist ganz einfach, wie es ist. In diesem Sinn, macht's gut.